Das als Klingelton. Ach ja. So, Klasse 10, bei ihr ist das normal. Hey, diese 1%. Also wenn du das tust, gebe ich dir ein Abo. Das ist ein gutes Angebot. Wo ist denn Klaus? Bitteschön. 4 Sekunden Albtraum. Das sag ich schon, wenn in meiner Uhr schon wieder los hier. Die rastet voll aus. Aber komm später, ist notieren. Ich hab's auch so gerne getan. Ah, Gott. Ich weiß nicht. Ach so, deswegen. Ah, okay. Doch, da stand was. Ich habe mich gerade gewundert. Was? Feiern oder Shiver? Shiver. Das war keine Kneipe! Hallo, Big Cat. Oh Gott, sie hat es wirklich gemacht. Ah. Wenn ich was sage, halte ich mich auch dran. Aber das kann ich auch. Jetzt schickt er mir selber eine. Benna, du. Alter. Er hat ganz eine Psycholache gemacht. Uff. Oh Gott. Eieieiei. Eine richtige Psycholache. Toll. Halte große Empfang, sehr schön. Ja. Ich kann auch kontern. Ja, das ist auch gut so. Kontern ist immer gut. Nur einstecken ist nicht so gut. Glück hat keiner meine Nummer. Ich kann das super den ganzen Tag, bis es nervt. Ah, die Musik gerade. Holy f. Kommt auf das Einstecken an. Das stimmt. Da hast du auch recht. Was man einsteckt. Ja, ja. Ich habe gerade auch noch zweideutige Gedanken, aber ja, ja. Kekshatzen. Ja, Pierre, muss man deine aufgeben. Könnte nur sein, dass ich dann in Zukunft eine neue Nummer habe. Dann muss ich euch allen die wieder neue geben. Aber das dauert noch ein bisschen.
Ich dachte auch gerade an ein Schmuddelheft. Komische Wortwahl. Poke-Banane. Ah, okay, falsche. Was? Was? Steckt sich eine Tafel Milka ein. So eingesteckt. Oh, lecker. Milka-Schokolade. Ja, da gibt's Internet. Ja. Oder Künstler, die sehr gut zeichnen können. Meine Finger wären bei dem Thema mal ganz schnell. Ah, die Musik ist so geil. Hang da oben Zentraltor. Was gibt's denn hier so Schönes? Gut. Ich sehe schon, wie viele 3 Millionen Ebenen es gibt. Ach du Scheiße. Oh. Langsam genieße ich wieder, kann wieder langsam richtig schmecken. Die Tage davor war so flau. Ja, nichts schmecken zu können, ist mega scheiße. Wer kennt das nicht, wenn man krank ist? Das ist schon sehr unangenehm. Jetzt auch noch runter. Das hier hin? Hangar unten, Osttor. Will ich hier hin? Ich glaube nicht. Aber man kann ja gucken, ne? Der UFO-Catcher-Arm, so geil. Ich glaube, er hat meinen Bluff erkannt. Ich habe gar nichts im Pflaster. Gib mir kein Pflaster. Ich habe lustigerweise heute mein Päckchen bekommen mit meinen Allergietabletten und alles. Und da habe ich mir halt auch Sprühpflaster gekauft. Also zum Raufsprühen. Das ist jetzt gerade sehr lustig, das Thema. Wollt ihr Sprühpflaster haben? To the Paar spielen, habe jetzt letzte und kann ich nachspielen. Oh, okay. Dann viel Spaß. Ja, ins Gesicht bitte. Das steht nicht ins Gesicht. Da soll man nicht ins Gesicht sprühen. Habe noch nie Sprühpflaster getestet. Ich auch nicht. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich mich schneide, man darf nicht in zu tiefe Wunden dieses Zeugs nutzen, halt wirklich nur so für kleine Kratzer oder sonst was. Aber mich nerven ein Pflaster. Und das ist so ist wirklich an den Fingern besonders schrecklich. Wenn es zu tief ist, darfst du es nicht nutzen, aber halt für so kleine Sachen. Passiert öfter mal, deswegen dachte ich, ja, das probiere ich mal aus. Das ist dann einfach so eine Schicht, die du da raufspringen kannst. Mal gucken.
Ob es gut ist, keine Ahnung. Habe ich noch nie getestet. Hallo, Dori. Ach, es geht. Es geht. Stufen steigern. Kann ich eine Stufe steigern? Ja, ein Level. Wenn ich wieder von dir zersäbelt werde, kann ich welche gebrauchen. Also wenn irgendjemand Verletzungen oder sonst was hat, kann man zu mir kommen, weil ich habe alles hier. Meine Mutter hat letztens auch gesagt, Mann, du hast ja alles bei dir im Zimmer. Ich so, ja. Immer vorbereitet sein. Wir können gerne mal ein YouTube-Video über Sprühpflaster machen lassen, im Survival-Aspekt. Ja. Ich habe ein paar offene Stellen. Das ist nicht gut. Den offenen Stellen. Ich habe auch Sprühdesinfektion. Immer bei mir. Also wenn ich draußen bin oder so, in meinem Rucksack ist nicht da so ein Desinfektionsmittel. Ohne Alkohol. Für Wunden. Weil es kann immer was passieren. Und Verbände. Komm zurück, Mosi. Und Alke sieht ja gar nicht ähnlich. Halt die Fresse! Geht mal besser. Okay, Pia, dann danke, dass du da warst. Ja, ohne Alkohol, Mosi. Ich sprühe dir mal Desinfektionsmittel mit Alkohol in eine Wunde rein. Du stirbst. Aber geht schon. Ja, nee. Habe ich einmal gemacht, das war furchtbar. Das war sehr schlimm. Brennt erst später. Wenn du dann schläfst vor Schmerz, ja, Unmacht. Lieber Alkohol als Jod. Ach, meinst du diese Salbe? Diese Jodsalbe? Die habe ich auch hier. Dieser Jodsalbe kenne ich mich. Das war doch diese. Alles diese rötliche Jojo, das ekelhaft und offene. Ja, die kenne ich. Die muss ich jeden Tag beim Unfallarzt. Muss ich jeden Tag dorthin. Fucking 3 Wochen. Jeden Tag nach der Schule musste ich dorthin, damit die mir meine Wunde einschmieren und ein neues Verband machen. Es war die Hölle. Ja, die kenne ich sehr gut. Die kenne ich sehr gut. In meine sehr offenen Wunden. Das war nicht schön. Wobei, die meisten Wunden waren ja genäht, aber da waren auch ein paar Schnitte, die waren halt noch so ein Stück offen und alter, ja, war nicht so geil. Aber das musste gemacht werden, ne? Weil das offene Wunden, wenn da Dreck oder sonst was reinkommt und das nicht ordentlich und sauber gemacht wird, dann... Wenn du da eine Blutvergiftung bekommst, dann war es das einfach. Das kann so schnell enden dann. Wenn da Dreck oder Bakterien reinkommen, puh. Ja, Sepsis. Ja, kannst du Sepsis einfach kriegen. Aber ja, es hat auf jeden Fall geholfen. Und ich habe sogar auch hier Jod. Also. Aber schön ist das Zeug nicht. Ja,
Alles gut, Pia. Also ich mache mal Tabasco in der Wunde zum Desinfizieren. Du kranke Sau! Ja, Jutzel. Bei manchen stimuliert Schmerz, wer weiß. Wer weiß, ja. Also man allerdings nicht für Wunden verwenden. Hm? Das ist anders wild, ja. Will ich auch gar nicht austesten. Mir hat einmal diese scheiß Schnittwunden gereicht, ey. Bis zum Knochen, ey. Nee, danke. Nee, danke! Einfach mit Feuer ausbrennen. Das ist der äußerste Notfall, wenn du wirklich draußen irgendwo bist und keiner kann dich retten oder sonst was. Und du musst irgendwas tun, um zu überleben. Alter, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Irgendwas ausbrennen oder selber die Wunde nähen oder so. Ach du Scheiße. Das ist schon... Puh. Schon mal Messer erhitzt und dann geballert. Alter, nee. Schön, dass du dich freiwillig meldest. Aber gut, dass du mir Tipps gibst, damit ich Flo noch mehr entnehmen kann. So ein paar, weiß ich nicht. Bisschen Blut oder so, schneide ich ihn auf und dann brenne ich die Wunde wieder zu. Ich melde mich freiwillig. Ah, noch ein Organspender, sehr gut. Bis dann, Pierre. So, ich muss jetzt... Wo muss ich hin? Das kann ich... Jetzt fährst du wieder nach oben, okay. Kannst du Flo seine Nierensteine klauen? Ja, dann kann ich damit murmeln. Ob du Tipps bekommst oder nicht, macht keinen Unterschied mehr, Liz. Das stimmt. So, da muss ich jetzt hoch. Ich gehe mal hier erstmal lang. Das ist riesig hier, Achtung. Oh, Level 42 ist da. Das sind auch noch so eine richtig starken Gegner. Zwei Stück habe ich gesehen. Ich hoffe, ich muss da nicht runter. Dann habe ich ein Problem. Ich habe nicht mal gegen den einen irgendwie was hingekriegt vorhin. Das Moment gerne mit Nierenstein. Ja. Eine Kleinigkeit, sorry, dass du so komisch Onichan hast. Was? Mein Onichan ist nicht komisch. Ich habe einen coolen Onichan. Dankeschön, Pia, für die 5 Erdbeeren. Muss ich nicht entschuldigen oder so. Ich war mal mit Freunden von unserer Familie im Sommerurlaub und mein Bruder und der Sohn von denen hatte die grandiose Idee, draußen zu schlafen. Am nächsten Morgen waren wir beide übersät von Mückenstichen. Mein Bruder wurde auf den Mückenstichen dann Zitronensaft gegeben. Der ist dann den ganzen Tag vor lauter Schmerz durch den Garten gelaufen und geschrien. Ach du Kacke. Das stelle ich mir auch nicht so geil vor. Das ist ein Onichan. Heißt das nicht großer Bruder? Onichan heißt Bruder, ja. Er ist mein... Und Onichan ist Schwester. Warum kann ich das jetzt hier hoch und runter machen? Gibt's da noch eine Ebene über mir? Ich habe da nicht mitgemacht.
休憩も大事だからな。出発しよう。Also es ist meine Onichan. Ja, deine große Onichan. Nämlich Vai. Vai, Chloe, Vai! Mach das mal jetzt nach oben und lauf dann wieder zurück, keine Ahnung. Badumts. Tell me why. Genau. Ich hab die Zahl ja jetzt hier oben, ne? Auf meinem Arm. Ah, okay, ich verstehe. Das Problem ist, ich komme ja dann gar nicht weiter hier durch. Das ist ja Kacke. Ich weine doch schon. Oh Gott. Eine Zahl von vielen. Die 69 habe ich auch auf dem Arm. Die römische. Ah. Hier. Also ist interessant. Das heißt die 69? Die ist einfach lustig. Ich mag die Zahl sehr gerne. Und sie ist sehr präsent in diesem Stream. Und da dachte ich mir, so habe ich euch immer bei mir. Weil ich über die Zahl sehr oft kicher, also, ja. Hallo, Eisenohr. Ach so, oh Mann, ja, verstehe. Hm. Sehr gut. Und wie löst du das Problem? Ach, halt da die Klappe. Indem ich dich spanne. 69, eine normale Zahl. Ja. Aber ich mag auch die Nummer 10. Die 10 ist auch schön. Das ist meine Lieblingszahl. Komm vor 70 und nach 68. Und irgendjemand mag bestimmt auch die 68 und die 70 als Lieblingszahl. Ganz bestimmt. Wollte eigentlich nur lurken, weil ich um 20 weiter muss. Aber wenn es um 69 geht, muss ich mich ja melden. Das hatte ich jetzt rausgelockt. Sehr gut. Dann freut es mich, dass du dich meldest, Eisenohr. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich muss jetzt da die Leiter nach oben. Ja, die 69 ist was nicht Perverses oder so. Hallo, Driver.
die Musik ist so geil. Beim Poker heißt das Blatt The Big Lick. Geil. Oh nein, ich muss jetzt genau da runter, oder was? Das ist nicht dein Ernst. Ob ich das hinkriegen werde? Ich versuche einen anderen Weg nach Hause, daher windig. Ich warte auf den Zug. Oh. Ach, und Lisa, ich habe wieder mal Lust auf einen Eistee Pfirsich. Und weil ich deswegen morgen einkaufen gehe und du mich Influence hast, werde ich mir auch solche Kakaos holen. Cool, du weißt schon, dass diese Influence-Sachen auch Gebühren kosten. Mosi, sehr gut, dankeschön. Kakao ist lecker. Ist auch mein letzter. Ich genieße ihn mit. Mach das, Agent. So. Was? Ach, jetzt kann ich da... Hä? Ich bin verwirrt. Ich hab erst gut Flutsch gelesen. Ja, flutschen muss es auch. Was flutscht wo rein? Fragen über Fragen, Driver. Ich weiß es nicht. Flutsch schon weg. Oh Gott sei Dank muss ich nicht gegen die kämpfen. Die hätten mich sowas von gekillt. In meinen Haaren flutscht rein. Oh je. Hane ga midare chimatta. Wow, die Geräusche waren super. Ich muss jetzt hier rein. Das ist ein sehr großer Fahrstuhl. Ja, ja, Musi. Hm, Peaches, ja, ja. Das sind drei Stück von denen. Was? Das ist ja ganz schön übertrieben hier. Mosi, du musst mal deine Gebühren zahlen. Ja, Mosi. Ja.
Kakaogebühren. Er meint mal was ernst und Lisa glaubt er nicht. Dank der mal Witze macht. In der Grundschule Kakaogeld. Ja. Oh. Diese Kakaogläser, die man gekriegt hat. Gebühren für Kakaowitzekörper und seelische Verletzungen, Schmerzensgeld, Existenz, das Übliche. Und Vermittlungen, ja, ja. Habe Post vom Finanzamt bekommen, ich soll die Erklärung von 2019 machen. Da war ich ein Dreivierteljahr verletzt zu Hause. Was wollen die von mir? Vor allem von 2019, haben die denn keine Hobbys oder so? Boy. Oh, das ist so unnötiger Scheiß. Mitzkatte schimatta yō. Naja, wenn Finanzamt was will, sollte man das schon machen, auf jeden Fall. Versuchen gerade überall an Geld reinzubekommen. Ja. Ätzend einfach. Wie macht die Influence Kakaogebühren? Ja. Was darfst du dir aussuchen? So gemein bin ich jetzt auch nicht. Dieser mit Kopf? Mein Kopf. Du nennst mich Spitzkopf. Ja, werde ich auch machen. Das ist gut. An dem Jahr habe ich meinen PC gebaut, den ich auch unter anderem auch für die Arbeit brauche. Hallo, BMF. Und viel Spaß. Dein Kopf ist für uns alle da. Ah, ich habe auch gesehen, Ben hat seine Gebühren auch schon gezahlt. Offline, wo ich gar nicht live war. Aber Dentik nicht. Ja, Dentik muss. Ja. Er meint ja Schritt für Schritt oder so. Das war davor, Flo. Wir haben aber am. Wann haben wir es gemacht? Die Nicht-Sing-Challenge. Und er hat voll verkackt. Und ich habe auch einmal mitsingen müssen und musste auch einen Sub an mich selbst verschenken hier. Also an ein Community-Mitglied. Haben wir denn offscreen. Haben wir denn das gemacht? Es war fucking schwer.
Ich habe einmal auch verkackt und musste dann hier an dem Kanal auch an jemanden Sub verschenken. Ja, habe ich auch gemacht. Ihre Schulden. Das war am besten. Ich habe mich so gequält, ey, ne? Das war richtig schlimm. Ich habe so richtig Nackenprobleme dadurch gekriegt, weil ich die ganze Zeit so mache und... Du darfst halt nicht mitwippen, nicht mitsingen, gar nichts. Du darfst nur da sitzen und, ne? So Anime-Openings und so, ey. Verdammte Scheiße, war das schwer. Und dann haben die mich mit Dreamcatcher gequält. Mit Dreamcatcher. Boah. Das war richtig übel. Ich habe so lange ausgehalten, wie es ging, aber boah. Nee. Das müssen wir mal wieder machen. Das war ganz cool. Ich kann Ablenkung im Moment gut gebrauchen. Hätte ich auch so gemacht. Ja. Toll. Drecksack. Im Depot, das bedeutet Lager im ungebildeten Krieg. Oh. Ach, Musi. Ja, du hast da was verpasst. Auf jeden Fall. Herr Füßer Germscheid. Ja, morgen wollen wir eh Dreamcatcher und so hören, ne? So um 17 Uhr oder so? Da, okay, da gehe ich nicht lang. Die killen mich sofort. Das wäre sehr dumm. Da jetzt hingehe. Deswegen kann ich morgen auch nicht streamen. Ich muss mir das anhören. Aber dafür wahrscheinlich Donnerstag. Also Zusatzstream. Mittwoch ist trotzdem und Freitag. Weiß ich gar nichts von. Du bist ja arbeiten. Oha. Ja, dann kannst du nichts mitbekommen. Die gehst da ein Tee? Weiß ich nicht. Mögen die Tee? Muss aber nicht alles wissen. Fühlt sich wie ausschließen. Ich bin morgen zu Hause. Könnte auch früher, wenn es bei euch geht. Achso, ja, wenn es früher geht, dann früher. Flo, du stehst gefälligst auf. Ja, mach ich irgendwann. Ich um Punkt 16 Uhr da bist. Ein Spaß. Aber 17 Uhr ist eigentlich okay, weil sonst weiß ich, ich muss ja morgen auch noch ja, ich muss irgendwie noch vorher noch essen und so machen. Und ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme wegen Tattoo. Wahrscheinlich bin ich um 15 Uhr oder so wieder zu Hause. Irgendwie was zu essen machen, ja. Und Gassi muss ich auch noch gehen. Ja, einfach join, ist ja. Jam Discord. So, ja, Chloe, machen wir so.